Alter, sieht der gut aus. Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und heute gucken wir uns ein China-Radio an, das für Golf 5 wie gemacht scheint. Natürlich auch für alle, die ähnliche Radios haben aus der VW-Gruppe mit diesen abgerundeten Ecken. So sieht das Teil aus, richtig vernünftig mit GPS, man kann DVD gucken, man kann sogar die Rückfahrkamera anklemmen und so weiter. Das gucken wir uns natürlich später einmal genauer an. Super wichtig sind natürlich die vielen Anschlussmöglichkeiten und es ist auch super wichtig, dass man natürlich die ganze Lenkradsteuerung mit anklemmen kann, wenn vorhanden oder wenn man das möchte. Also alles, was Golf Plus mäßig ist, Caddy mäßig und so weiter, dieses typische runde Radio, das muss raus. Das ist hässlich, das ist altmodisch, das ist schwarz-gelb, würde ich sagen. Beginnen wir einfach die Demontage. Dazu muss einmal der Rahmen entfernt werden. Es gibt spezielles Werkzeug dafür, das verlinke ich euch gerne unter dem Video mit in der Infobox. Oben muss einmal die Torx-Schraube gelöst werden. Vorsichtig das Kabel lösen, unseren Plastikrahmen rausnehmen. Dann natürlich die Schrauben vom Radio lösen, die Maske abnehmen und die restlichen Schrauben des Radios lösen. Wir sehen auf jeden Fall, die Verschraubungen sind an derselben Stelle wie bei unserem China-Radio. Wichtig auf jeden Fall, dass ihr einmal kurz prüft auf der Amazon-Seite. Den Link packe ich euch unter dem Video in die Infobox mit rein, ob euer Autoradio auch dafür geeignet ist. Das Originalradio ziehen wir vorsichtig raus und lösen hinten unsere Steckverbindungen. Wir verlegen vorher einmal das mitgelieferte USB-Kabel. Wir haben außerdem im Paket, kannst du es kurz einmal zeigen, eine GPS-Maus, weil wir natürlich hier auch eine Navigation mit drin haben und sämtliche andere Adapter und Verbindungen, die wir für den Notfall gebrauchen. Das USB-Kabel haben wir einmal schnell verlegt. Das ist natürlich wichtig, wenn man zum Beispiel USB-Sticks anschließen möchte oder sein Handy und so weiter. Das liegt jetzt hier direkt im Handschuhfach drin. Den mitgelieferten Adapter einfach schnell verbinden und dann das Ganze am Radio anschließen. Ob der Radioumfang genauso gut ist wie vorher, müssen wir natürlich gleich checken. Das haben China-Radios gerne mal an sich. Sollte der Empfang schlecht sein, werden wir auf jeden Fall noch einen Hammer-Antennenverstärker mit einbauen. Somit hat man dann auf jeden Fall den normalen Radioumfang wieder. Aber wir wollten das erst checken, bevor wir uns die Mühe auf jeden Fall machen. Den entsprechenden Verstärker packe ich euch aber auch unter dem Video in die Infobox mit rein, falls das jetzt hier in die Hose gehen sollte. Radioumfang ist hier aber normal, das ist schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Das heißt, wir brauchen keinen Verstärker mehr zusätzlich mit einbauen. Das Schöne ist auf jeden Fall, das ist ein Radio. Da können wir DVD noch mit reinwerfen, auch während der Fahrt gucken. Hier ist die Navigationssoftware unten schon mit drin über eine SD-Karte. Die kann man auch online wieder aktualisieren. Das ist gar kein Problem. Ganz wichtig, bevor wir das Radio fest einbauen, solltet ihr auf jeden Fall diese beiden Schrauben demontieren. Die sind zur Sicherung des DVD-Laufwerkes gedacht. Jetzt setzen wir noch schnell die GPS-Antenne rein, damit das Radio fertig ist und dann können wir schon unsere Blenden wieder verbauen. Wer sich mit dem Einbau das nicht zutraut, der sollte auf jeden Fall lieber in eine Fachwerkstatt fahren und das Ganze da anschließen oder eben vorsichtig und lieber 5 Minuten länger, bevor man sich da irgendwas am Fahrzeug selbst zerstört. Muss man irgendwas umpolen, was bei uns oder beziehungsweise weil das Radio ja direkt auf VW zugeschnitten ist, nicht der Fall ist, aber möchte man das Radio auch eventuell irgendwo anders mit einbauen, sind sämtliche Kabel und Stecker alle beschriftet und nummeriert. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, wir haben hier nicht nur ein normales Radio, sondern wir haben hier einen kompletten Bordcomputer mit drin. Ich mache mal die Tür auf, ihr seht auf jeden Fall sofort, die Tür geht auf. Wir sehen, die Handbremse ist angezogen. Wir sehen auch, wenn das Wischwasser alle ist und so weiter. Wir bekommen auf jeden Fall sofort eine Meldung aufs Radio. Und das hat man normalerweise bei den herkömmlichen China-Radios nicht. Also das Ding ist wirklich perfekt auf VW, beziehungsweise auf VW Golf 5 und VW Golf Plus und so weiter zugeschnitten. So, das Ganze wieder montieren in umgekehrter Reihenfolge. Und dann gehen wir gleich nochmal die Funktion des Radios einfach durch. Das Radio selbst sieht aus wie ein Originalradio. Wir haben hier ein Mikrofon mit drin. Wir haben auch eine Fernbedienung mit dabei. Das braucht man nicht unbedingt. Und es fügt sich wirklich ins Fahrzeug mit ein, als wenn es dazugehört. Vor allem sind wir positiv überrascht, weil wir nicht gedacht hätten, dass diese ganzen Funktionen, die sonst in diesen üblichen Radios, nicht mal im Originalradio, oder? Ist das im Originalradio auch mit drin? Zum Teil. Zum Teil ist ein Originalradio mit drin. Aber was kostet das Originalradio? Also wir haben 1000 Euro gegen 180 Euro. 170 Euro kostet das rund bei Amazon. Wer sich für interessiert, Link ist unten in der Infobox. Aber erstmal checken wir gleich nochmal die ganzen Funktionen. Wir gucken nochmal schnell, bevor irgendwelche Hater-Kommentare kommen, was das genau kostet. Mit den 1000 Euro, das kommt auf jeden Fall hin, das Originalradio. Was haben wir da jetzt für einen Preis? 1699 gegen 170, 180. Das ist ein Unterschied, oder? Mega. Die GPS-Antenne noch verstauen. Und fertig ist das neue Radio eingebaut. Der Besitzer guckt skeptisch, aber er freut sich trotzdem. Einbauzeit lag jetzt bei 15 Minuten ungefähr.
Und ich würde sagen, wir gucken uns das Radio mal genauer an und hinterher kommen wir zum Testurteil. So, machen wir die Zündung einmal an, um zu gucken, wie das Ganze rüberkommt und aussieht. Wir haben schon mal vorher das Logo eingestellt, das ist da schon fest drauf gespeichert. Man kann, glaube ich, auch nochmal Logos, eigene Logos mit hinzufügen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz alles durch. Also das Radio läuft auf jeden Fall sauber und saftig. Dann im Menü sehen wir auf jeden Fall die Navigation. Was für eine Navigation ist damit drauf? Wie hieß das nochmal? Aigo. Aigo ist damit drauf. Map-Updates und so weiter sind kein Problem. Mehrere Informationen findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Sonderziele und so weiter lassen sich hier auf jeden Fall alles bequem eintippen. Route wird uns angezeigt, Kraftstoffverbrauch wird uns angezeigt, den CO2-Verbrauch und schon kann die Route starten. Gehen wir nochmal kurz zurück ins Menü. Da sehen wir, wie gesagt, das Radio, das haben wir schon gesehen. Wir können hier DVD mit abspielen, das auch während der Fahrt, ganz wichtig. Wir haben unseren USB-1-Anschluss, der liegt schon im Handschuhfach drin und gucken nochmal weiter. USB-2. Den USB-2 haben wir jetzt selbst nicht angeklemmt. Ein USB-Stecker reicht auf jeden Fall. SD-Karte können wir vorne reinschieben, eine Micro-SD-Karte. Bluetooth selbstverständlich. Wir haben auch Auto-Connect, das heißt, das müssen wir allerdings einstellen. Kommen wir zurück ins Fahrzeug, machen das Fahrzeug an, dann verbindet sich natürlich das Handy wieder mit dem Radio. Bei den Einstellungen können wir das Hintergrundbild ändern, natürlich das Startlogo. Da ganz wichtig, viermal die 8 und dann können wir zwischen den verschiedenen Modellen auf jeden Fall wählen. Die Lenkradfernbedienung können wir einprogrammieren, einstellen, fällt in diesem Fall auf jeden Fall bei uns weg. CD-Wechsel kann man selbstverständlich anschließen und wir haben einen AV-Input, die Uhr können wir einstellen. Und hier können wir nochmal in den Internet Explorer reingehen, müssen dazu aber vorher unser Internet einstellen bzw. einrichten. Am einfachsten funktioniert das mit einem 3G-USB-Stick. Den können wir zum Beispiel auf der Rückseite in den noch verfügbaren freien USB-Slot reinstecken. Die Rückfahrkamera können wir anschließen, wenn wir möchten. Beim Golf nicht unbedingt nötig. Reifen, Druckkontrollanzeige haben wir hier. Das können wir mit einbauen. Kann man natürlich noch nachrüsten, wenn man das möchte. Wer das unbedingt braucht, der kann da natürlich gucken. Zwischendurch mal ganz kurz. Richtig geil, wenn man die Tür aufmacht. Passt mal auf, was passiert. Wir machen die Tür auf. Zack. Mach du mal Tür auf. Hinten einmal Tür auf. Geil, oder? Jetzt sehen wir auch, wenn die Handbremse lose ist. Wir sehen auch sämtliche Informationen wie Drehzahl. Bitte einmal das Auto anmachen. Gehen wir auf Autoinfo. Und jetzt können wir alle Informationen abrufen, die uns das Fahrzeug liefert. Drehzahl, Geschwindigkeit, Tankinhalt und so weiter wird alles wiedergegeben. Auch der iPod kann angeschlossen werden, nutzt aber heutzutage ehrlich gesagt kein Schwein. Bluetooth-Direktwiedergabe übers Handy, dann können wir telefonieren. Wir haben hier das Mikrofon gleich mit eingebaut. Wir haben natürlich auch noch die Fernbedienung, die zeige ich euch jetzt nicht, weil die braucht wirklich kein Schwein. Ich würde sagen, kommen wir also zum Fazit. Das Radio lässt sich gut einbauen. Es ist, wir mussten nichts umklemmen oder so weiter. Und wir haben da jetzt 180 Euro für bezahlt. Und was machen wir mit dem alten Radio? Verkaufen. Das verkaufen wir für 50 Euro. Also haben wir ein billiges Radio bekommen. Und das alte sind wir sogar noch losgeworden. Und ich finde, was sagst du, das ist dein Radio? Ich bin total begeistert, richtig gutes Ding. Hundertprozentig. Also ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unter dem Video in die Infobox reinguckt. Da ist der Link zu dem Teil. Und ein Abo dürft ihr natürlich auch noch da lassen. Bis dann, euer Paul Kramer vom Videocheck and Friends.